Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video Unreal Engine Tutorials. Und heute sprechen wir über Set Timer Events und Events, die nach einer bestimmten Zeit ausgelöst werden. Events sind ja zwar quasi die Trigger, die eine Nodefolge starten. Wir sind im Unreal Engine Third Person Template und begeben uns erstmal in den Level Blueprints. Ziehen das Ganze hier rein. Genau. Jetzt bauen wir uns mal kurz was mit Event-Tick. Ja. Event, die rechte Maustaste, Event-Tick. Event-Tick. Ja. Hier eine Variable mit dem Namen Zähler und der Datentyp Integer. Ja. Jetzt ziehen wir den Zähler, ja, nicht den Zahler, sondern den Zähler. Dann wir kurz mal so. Ziehen den hier raus, get Zähler und lassen den erstmal inkrementieren. Ja. So. Und das Ergebnis bzw. den Output lassen wir ausgeben im Print String. So. Also, wenn wir das compilen, save, ja, und Start drücken, oben links seht ihr, das ist ein Zähler, der bei jedem Tick, bei jedem Frame quasi ausgelöst wird. Jetzt haben wir eine andere Möglichkeit, um zeitversetzte Events quasi zu erstellen. Dazu stellen wir ein Custom Event, der rechte Maustaste, Custom Event und steht hier Start. Ja. So, Start. Jetzt lösen wir diese Verbindung aus und verbinden mal diesen Custom Event mit dem hier. Ja. Jetzt kann man annehmen, dass das gleiche nochmal wie bei Event Tick passiert. Compilen und dann New Editor Window und es passiert nichts. Genau. Also Custom Events muss man noch anderweitig auslösen, besonders draußen, weil es gibt ja viele Events. Es gibt den Tick, der sich bei jedem Frame oder startet. Es gibt Event Begin Play, der beim Beginn des Spiels, also beim Starten ausgelöst wird. Es gibt Keyboard Events, ja, der beim Drücken einer Tastatur ausgelöst wird und viele Events. Und es gibt noch ein Custom Event. Custom Event ist, das könnt ihr selber erstellen und selber benennen. Und diesen Custom Event wollen wir nach einem bestimmten Zeitintervall immer auslösen. Und dazu brauchen wir ein sozusagen rechte Maustaste Set Timer by Event. Ja? Set Timer by Event. Bei diesem Node brauchen wir ein Event. Wir setzen den Timer, den Intervall und ob es sich immer wiederholen soll oder einmalig. So, an den Farben der Form erkennt man, okay, hier kommt der Event. Das heißt, wir verbinden diese Verbindungsstück mit dem unserem Custom Event. Wir sagen, nach welcher Sekunde, nach 0,5 Sekunden soll dieses Event getriggert werden. Soll es wiederholt werden? Ja. Also wir machen das mal erstmal ohne Wiederholung. Um das Ganze zu aktivieren, brauchen wir ein Event Begin Play oder irgendein anderes. Wir können auch eins nehmen. Ja, nehmen wir mal eins. So, verbinden das Ganze, compilen und gehen hier auf Play. Ja. Sobald wir hier sind, drücken wir mal die 1. Genau. Und dann fängt unsere an zu zählen, aber nur einmal. Warum? Weil wir hier nicht das Looping aktiviert haben. Er hat quasi nur einmal diesen Event aktiviert. 1, 0,5 Sekunden aktiviert. Jetzt, wenn wir auf Looping gehen und compilen, da tut dieser Event nach jeden 0,5 Sekunden immer aktivieren, immer aktivieren, immer aktivieren. Ja, so, drücken wir mal die 1 und schon ist der aktiviert. Genau. So, der Set Timer bei Event. Wir hatten ja in vorigen Videos den Event-Tick gehabt. Der Event-Tick wird ja bei jedem Frame und den kann man ja bei Class-Defaults starten oder aktivieren oder deaktivieren. Man kann auch im Blueprint es aktivieren, also ja, Set-Tick enabled zum Beispiel, Set-Actor-Tick enabled, den kann man auch aktivieren. Nehmen wir mal an, ja. Keyboard. So. Der Tick enabled ist ja immer aktiv, ja? Genau. Wenn wir den deaktivieren, ja, also sagen wir mal, der Tick ist enabled, der ist aktiviert von Anfang an.
So, der ist aktiviert, wir drücken die 1. Ja, jetzt kann man sagen, okay, der Tick ist aktiviert, der Set-Timer-Event ist abhängig vom Tick, aber ist es nicht so. Wenn wir die 2 drücken, dann müsste er immer noch weiterlaufen. Ja, jetzt ist der Tick deaktiviert, ja, wir haben es deaktiviert, aber trotzdem läuft dieser Timer weiter. Das heißt, dieser Timer ist unabhängig vom Tick, ja, unabhängig von Tick, ja, genau. So, wie kann man zum Beispiel auch Events pausieren, also diese Timer bei Event pausieren? Es gibt einen Node, da können wir noch einen dritten Keyboard-Event nehmen, 3 Keyboard, ja, und hier können wir zum Beispiel eingeben Pause Timer by Handle, ja. Also sagen wir mal, irgendwann soll der Timer oder irgendein Zähler aufhören zu zählen. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das, indem wir Pause Timer by Handle einfügen. Jetzt, wenn wir Compilen klicken und hier auf Play und drücken mal die 1, dann läuft ja der Zähler los. Wenn wir jetzt auf die 3 drücken, passiert nichts. Warum? Weil der Pause Timer by Handle noch ein Handle braucht, ja. Und dieser Handle, ja, das ist sozusagen die Identifikation, kommt von hierher. Also das ist der Return Value von diesem Set Timer by Event. Dazu können wir eine Variable definieren und sagen, ja, Handle Timer 1, ja, Timer. Ja, ja, wieder falsch geschrieben. Handle. So, jetzt genau diesen Handle ziehen wir raus, get handle timer, und verbinden das mit dem Node hier, pause timer by handle, kompilieren und klicken auf play. So, jetzt drücken wir auf die 2, das war die 1, gell? Drücken auf die 1, der Timer geht los und mit der 3 sollte der aufhören zu zählen. Ja, 3, 2, 1 und 3 und schon hat er aufgehört zu zählen. Ja. Genau. Und jetzt gibt es noch ein Unpause, ja, damit er weitermacht. Unpause Timer by Handle. Da können wir wieder den hier nehmen und machen wir diesmal mit Keyboard Event 4. Ja, die ganze Palette durch. Ja, verbinden das Ganze und zack. So, also bei 1 startet er, bei 3 macht er eine Pause und bei 4 macht er weiter, sollte er weitermachen. Also, 1. Der Timer hat angefangen. Er tut jetzt jedem Intervall das Ganze aussüßen. 3 pausiert er und 4 macht er weiter. Ja? Das zu Set Timer by Event. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig alles in die Kommentare hinschreiben. Würde mich sehr über ein Like freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.